Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Kanunenbox von Gent. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Kanun von Gent, das Ganze heute am 22. März erschienen. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann im Detail an. So, also wir haben hier eine braune Box mit dem Aufdruck Alpha Music Empire hier oben. Also das hier das Label von Kollega, bei dem Gent vor einigen Monaten unter Vertrag genommen wurde. Und dann haben wir hier von der Optik her so eine Schriftrolle. Und hier lesen wir den Albumtitel Kanun und darunter Gent. Vielleicht kurz was zum Albumtitel. Was heißt das? Woher kommt das? Kanun? Das ist das Gewohnheitsrecht der Albaner. Gent ist ja Albaner. Und der baut auf Ehre auf. Und aus dieser Ehre ergeben sich dann natürlich auch Pflichten. Unter anderem ist da dann auch die Blutrache da drin. Aber auch Sachen wie Gastfreundschaft, Ehrenwort, Treue und auch sehr viele positive Sachen. Ja, so viel dazu. Was lesen wir hier? Man verliert das Leben, aber nicht die Ehre. Kein Blut bleibt ungerecht. Ja, also das sind wohl Zeilen aus dem Kanun. Das Ganze ist echt sehr schön gestaltet, so in einer braunen Optik. Und es wirkt irgendwie wie so ein altes, wie so eine alte Schriftrolle oder so. Also man sieht hier echt so die einzelnen Fasern, fast so wie Papyrus oder so. Und auf der Rückseite haben wir dann noch einen Barcode und die Credits. Gut, hier gibt es ja noch das Logo von Alpha Music Empire. Das Ganze ist eine Clubbox, dann schauen wir mal hinein. Was man auch dazu sagen muss, von der Haptik, also wirklich hier vom Gefühl her, sehr, sehr hart und sehr stabil die Box. Also deutlich härter oder irgendwie dicker als diese regulären Clubboxen. Wir haben hier einmal einen Sticker, ein Shirt. Das dürfte wohl ein Feuerzeug sein. Dann hier ein kleiner Karton. Da dürfte sich die Zigarettenschachtel, das Zigarettenetui befinden. Dann haben wir hier einen Magneten. Eine unterschriebene Autogrammkarte. Das Album an sich. Ein Poster. Einen Zettel, da ist wohl einiges aufgeschrieben und noch einen Stickerbogen. Von innen sieht die Box dann so aus, glatt weiß. Packen das Ganze mal zur Seite. So, und nachdem hier wirklich nur das Album eingeschweißt ist, werden wir das mal aus der Folie holen. Also rein von der Verpackung, was so das Einschweißen betrifft, schon mal sehr umweltfreundlich, diese Box, sehr wenig Folie bis jetzt zu sehen. Dann machen wir mal hier ein bisschen Platz und starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, Alpha Music Empire präsentiert. Dann haben wir hier den Interpreten abgebildet mit einer Schriftrolle und auch hier lesen wir wieder Kanun Gent. Das Ganze kommt in einem Standard Jewel Case. Hier an der Seite wieder dieser Balken in dieser braunen Optik. Auf der Seite lesen wir ebenfalls wieder Gent Kanun. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Wir haben hier insgesamt 16 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier einige Features mit dabei. Wir haben Features von Kollega, Kurdo, Noisy, Jason, MOZ. Das ist übrigens der kleine Bruder von Gent. Dann haben wir Jigsaw und Asche, der jetzt ebenfalls bei Alpha Music unterschrieben hat. Dann haben wir noch Sufjan und Ardian Bouyoubi. Ja, dann hier die Credits und ein Barcode. Dann schauen wir mal hinein in das Booklet. So, auch hier wieder Gent mit Schriftrolle. Aha, okay, hier
dann in diesem Format die Tracks aufgeschrieben, inklusive der Info, wer das Ganze produziert hat. Geht dann hier so weiter. Und das Ganze kann man hier wirklich auch so lesen, also als würde man es irgendwie, hoppla, wie gänzlich die Schriftrolle halten, also so nach unten. So sind dann die Tracks hier aufgeschrieben. Die Fotos allerdings sind doch im Querformat. Interessanter Kontrast. Gent hier an einem Pokertisch zu sehen. Weitere Tracks, weitere Aufnahmen hier im Deus Maximus Pullover. Ja, also das ist MOZ, sein kleiner Bruder. Zum Abschluss haben wir dann noch hier Dankesworte. Also eine recht umfangreiche Danksagung. Und wo haben wir sie? Jawohl. Hier natürlich die Credits zum Album. Gut, so viel dazu. Dann machen wir das Booklet mal wieder rein. Wir haben hier einmal die CD. Diese ist ebenfalls wieder in dieser braunen Schriftrollenoptik gehalten. So sieht das aus. Jawohl. Und auf der Rückseite kommt dann auch wieder Alpha Music Empire zum Vorschein. Wir haben mit dabei eine Autogrammkarte im Hochformat mit silbernem Stift unterschrieben. Gent hier in winterlicher Landschaft. Und oben haben wir dann noch Alpha Music Empire plus seinen Schriftzug. Und dann haben wir hier noch die Tourdaten. Und zwar ist er hier Support auf der großen Monument-Tour von Kollega. Bedeutet, hier bei diesen Tour-Dates ist nicht nur Kollega, sondern scheinbar auch Gent mit dabei. Also, hier, falls eine der Städte für euch relevant sein sollte. Ein Sticker, und das gefällt mir richtig, Sticker sage ich schon, sorry. Ein Kühlschrankmagnet, und der gefällt mir richtig gut, denn die Form ist echt etwas Besonderes. Gab schon hin und wieder solche Magnete, allerdings von der Form her echt einzigartig. Also ich kenne das echt nur irgendwie rund oder eckig, quadratisch, aber das hier ist echt mal was Besonderes. Wir haben hier Gent auf der Motorhaube lehnend, und das dürfte wohl ein Mercedes AMG GT sein. Korrigiert mich, falls ich falsch liege. Hier schöne Flügeltüren. So sieht das aus. Also, kann man sich an den Kühlschrank oder an den Spind, wo auch immer, dran machen. Dürfte an Metall haften. Sehr schön gemacht. Ein Stickerbogen ist darüber hinaus auch noch dabei. Wir haben hier einen rot-weißen Stickerbogen mit 1, 2, 3, 4, 5 verschiedenen Motiven. Also viermal so Schriftzüge und einmal hier Gent von Mike Illustrated. Jawohl. Also 5 Sticker gibt es oben drauf. Ein Poster haben wir. Das Ganze ist doppelseitig bedruckt. Einmal hier im Querformat Gent scheinbar in einer Billardhalle oder hier in so einem Lokal, in so einem Billardlokal. Oben lesen wir wieder den Albumtitel und hier Gent mit Adidas Anzug. Das Ganze im Querformat. Und auf der Rückseite haben wir dann im Hochformat Gent vor dem albanischen Doppelkopfadler abgebildet. Und das hier ist so eine Kugelschreiberzeichnung, wenn ich mich jetzt nicht täusche, von Daniel Rufener. Also doppelseitig bedrucktes Poster, einmal Querformat, einmal Hochformat. Dann haben wir dieses A4-Vermächtnis hier, dieses, was lesen wir hier, die Ehre. Ja, also das dürfte jetzt wohl das sein, was ich am Anfang gesagt habe. Und zwar ist das hier die Erklärung des Kanun. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle dann anhalten, das Video. Ich werde euch das jetzt nicht im Detail vorlesen, das wird sonst echt zeitlich den Rahmen sprengen. Aber wie gesagt, gerne das Video anhalten und dann hier im Detail durchlesen. Also man kann es am besten wahrscheinlich irgendwie mit Codex übersetzen, den Kanun. Dann haben wir hier noch einen riesen Sticker, also im Postkartenformat A6 dürfte das sein, Alpha Music Empire Sticker. Ein kleines Schächtelchen, und hier dürfte, jawohl, hier haben wir es, ein Feuerzeug drin sein.
Alpha Music Empire gebrandet, Rückseite blank silber. Und dann schauen wir mal hinein. So sieht das aus, also so ein klassisches Zippo-Klappfeuerzeug. Die kommen ja immer unbefüllt, die darf man ja nicht befüllt verschicken, wegen der Sicherheit, wegen der Explosionsgefahr. Hier unten lesen wir noch ZORR, Z-O-R-R, also das ist scheinbar die Marke, die das Ganze produziert hat. Und das könnt ihr entsprechend befüllen und natürlich verwenden. Und dieses Feuerzeug ist dann speziell auch mit diesem Artikel hier zu verwenden, auch hier von ZORR, wie man sieht. Hier haben wir noch einen Sticker mit einem Barcode drauf. Und zwar haben wir hier dann, auch wenn ich jetzt nicht rauche, aber es gefällt mir trotzdem richtig gut, ein Zigarettenetui gab es meines Wissens auch noch nicht in einer Box. Und zwar haben wir hier, es spiegelt extrem, ist so Chrom-Silber. Kanun Gent lesen wir hier wieder. Auf der Rückseite oder auf der Unterseite nichts. Und das Ganze lässt sich dann hier öffnen. Ist die Frage wie? Ah ja, also wir haben hier so einen Verschluss, den man hier einfach eindrückt. Dann springt das Ganze auf. Und hier kann man eben oben und unten jeweils seine Zigaretten einklemmen. Es war früher recht verbreitet, so die älteren Herrschaften sieht man vielleicht ab und zu noch mit solchen Zigarettenetuis. Jugendliche eigentlich kaum. Wer weiß, vielleicht wird es ja damit wieder etwas modern. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. Und zwar ist dieses Shirt in weiß. Wir haben hier oben um den Nackenbereich einen schwarzen Schriftzug. Und zwar lesen wir hier Kanun Gent Kanun. Das Ganze wird durchbrochen von zwei Alpha Music Empire Löwen. Und unten, in dem Fall dann auf der rechten Seite des Shirts, haben wir dann auch nochmal den Löwenkopf mit Schriftzug des Labels rundherum. Ich probiere euch das jetzt mal irgendwie zu zeigen. Ja, ist leider etwas schwierig, weil es wirklich genau auf der Buntlinie seitlich ist. Alpha Music Empire lesen wir hier. Und auf dem Neckprint haben wir dann auch nochmals hier die Schriftrolle abgebildet. Bei diesem Shirt ist der Unisize, handelt es sich um ein B&C Exakt 190 in der Größe L. Und wir haben es hierbei zu tun mit 100% Baumwolle und Made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe L. Dann dieser Kühlschrankmagnet. Das Zigarettenetui hier in dieser Chromoptik. Das zugehörige Feuerzeug. Der Sticker in A6, der Kanun, dieser Ehrenkodex hier auf einer A4-Seite, das Poster beidseitig bedruckt, einmal im Hochformat, einmal im Querformat, dann hier dieser Stickerbogen in Rot und Weiß, die Autogrammkarte und natürlich das Album an sich mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl! Das alles in dieser wunderbaren Box Kanun von Gent. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Gent unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.